Was geht, Leute? Willkommen bei einem neuen Video. Heute werden wir Dating-Simulator spielen. Warum? Ich habe keine Freundin und ich muss auch irgendwie eine Freundin bekommen. Deswegen muss ich das lernen, wie man eine Freundin bekommt. Weil ich habe keine Freundin. Ich muss auch Freundin bekommen. So, Dating-Simulator. Wir spielen direkt mal. Man auch, wenn wir nicht so aussehen, Bruder. Wie soll ich da eine Chaya klären, bitte? What the fuck, Bruder? Wie sieht der aus, Alter? Den muss ich jetzt erstmal ein bisschen stylen. Also, ich habe relativ so ein bisschen asiatische Augen. Also versuche ich meine auch hier. Bruder, bleib doch mal stehen. Was macht der, Bruder? Der macht so, Bruder. Chill doch mal. So. Ein paar Sekunden später. Ihr wollt Tyrone Rizla Abi sehen. Kein Problem. So, Tyrone ist am Start, Digga. Gut, los geht's. Guck mal hier, von GTA San Andreas. Oh shit, here we go, geh. Ich hab es jetzt satt, dass es jeden Tag gleich ist. Ab heute wird sich mein Leben verändern. Heute wird nicht mehr gejackst, Digga. Heute wird geklärt. Lassen Sie mich die App verwenden, die ich gestern installiert habe. Finder, oh mein Gott. Die haben das einfach statt Tinder, haben die das Finder genannt, Digga. Finder. Finden Sie Ihren Seelenverwandten. Anmeldegebühren $25? Bruder, Tinder Platin kostet so viel. Frag mich nicht, woher ich das weiß. Ich habe nicht genug Geld, ich muss etwas Geld verdienen. Oh mein Gott, er geht einfach Geld verdienen, damit er sich Tinder kaufen kann. Digga, ist das unser Schlafzimmer? Digga, wo leben wir? Oh mein Gott. Wir haben nicht mal Fenster, wir sind mitten im Wald irgendwo. Das ist meine Dusche. Wenn das meine Dusche ist, Bruder. Also, der hat auf jeden Fall ganz andere Sachen gemacht. Der hat da ganz andere Sachen gemacht, außer zu duschen. Das ist mein Haus, Bruder. Das muss sich auf jeden Fall ändern. Egal, wir haben unser Auto. Okay, wir starten mal den Motor. So. Oder wie fährt der Land? Wie fährt der Land? Wie fährt der? Fahr doch normal. 12 Sekunden später. Wir sind jetzt hier bei Schwarzarbeit. Schwarzarbeit machen gute Arbeit. Ja, nee. Das sieht mir aus nach Schwarzarbeit. Warum? Sieht der für euch aus, als ob der normal Geld verdient? Hast du angemeldet, Land? Dann reden wir mal mit dem Chef. Die Aufgabe ist einfach. Erledigen Sie die Bauaufgaben und erhalten Sie $10 pro Aufgabe. Jeder muss für seinen Hack arbeiten. Oh mein Gott, Bro. Arbeit ist keine leichte Arbeit, Jungs. Das Leben ist hart. Andere arbeiten, damit die ihre Familien ernähren können. Und warum arbeite ich? Damit ich Geld für Tinder habe. Damit ich Frau klären kann. Wow. Ich muss jetzt schon meinen Job kündigen? Sprich mit dem Chef und kündige deinen Job. Okay, Chef, ja nee. Ich hab mein Geld. Möchten Sie den Job aufgeben? Ja, ich hab meine $25. Fuck you, bitch. Ha, motherfucker. Ich hab mein Geld. Kaufen wir jetzt. Ha, Finder. Okay, gut, gut, gut. Wir machen jetzt. Du und sie passen. Yes. Oh, was? Hallo, wie geht's dir? Warte, soll ich schreiben, hallo, wie geht's dir? Oder lass uns heute treffen? Also, Chat, sollen wir schreiben, hallo, wie geht's dir? Oder lass uns heute treffen? Viele von euch würden jetzt sagen, lass uns heute treffen. Aber das ist eine schlechte Idee. Warum? Weil... Sonst denkt ihr, ihr wollt gleich mit der Sikish machen. Und Sikish wollen wir auch machen, aber nicht sofort. Wir wollen nicht direkt Chakalaka machen. Deswegen müssen wir ein Gefühl vermitteln erstmal. Also erstmal, wie geht's dir? Sie schreibt, mir geht's gut. Jetzt könnten wir antworten, was machst du gerne? Oder es ist besser, wenn wir von Angesicht zu Angesicht reden. Das Ding ist, von Angesicht zu Angesicht reden kommt besser, weil dann sieht sie, du bist dominant. Aber das kommt jetzt noch zu früh ein bisschen, das kommt zu radikal. Was machst du gerne lieber? Oh, scheiße. Wir haben reingeschissen, Digga. Wir hätten das vorher schreiben sollen. Egal. Sie will sich treffen. Warte mal. Ich hab ein Date, Lan. Ich hab ein Date. Warte mal. Ich hab ein Date. Wir haben ein Date. Chef, tut mir leid, Chef. Ich kündige, Lan. Ich muss auf ein Date. Yalla. Yalla, meine Süße. Ich komme. Ich komme. Ganz wichtig, Chat. Natürlich. Kaugummis nicht vergessen. Macht Platz, Lan! So. So. Wir sind bei unserem Date. Wer ist das, Lan? Chef. Scheiß auf dich, ich will hier. Chat, wisst ihr, wer das ist? Seht ihr das, Chat? Wisst ihr, wer das ist? Mein Date für heute. Guckt sie euch an. Warte mal. Die sieht aber nicht. Warte mal. Ananas, die sieht nicht mal aus wie auf ihrem Bild, Lan. Die sieht nicht mal aus wie auf ihrem Foto. Egal, ich sprich. Oh, nee, die ist doch hübsch. Die ist hübsch. Die ist sehr hübsch. Ich rede mit ihr. Du bist endlich gekommen. Natürlich, Baby. Habe ich dich warten lassen.
Du bist zu langsam gekommen. Dein Auto ist kaputt. Vielleicht ist das der Grund. Es sieht auf deiner Kleidung nicht besonders gut aus. Sind das... Warte mal, sie frontet mich hier gerade bei unserem ersten Date? Ich muss dir jetzt sagen, sind das wirklich Probleme für sie? Die Erwartungen jeden Einzelnen sind unterschiedlich. Die Person, die ich treffe, muss etwas Geld haben. Soweit ich sehen kann, haben sie keins. Verdammt, deine Menschlichkeit. Verpiss dich. Ja? Verpiss du dich doch. Hä? Nehmen sie die $200 und kaufen sich neue Kleidung. Ja, ich nehme die $200. Weißt du was? Und weißt du, was ich mit diesen $200 machen werde? Weißt du, was ich mit diesen $200 machen werde? Ich werde mit diesen $200... Mit diesen $200 werde ich... Ich werde in den Massageclub gehen. Ich werde in den Puff gehen. Hast du mich verstanden? $200? Ist mir egal. Ist mir egal. Nein, nein, wir gehen nicht. Nein, ihr habt recht. Wir müssen uns damit Style kaufen. Alter, unser Style ist ja echt scheiße. Guck mal, wie wir aussehen. Voll vergessen. Guck mal, wie krass der aussieht. Mashallah. Ich kann mit dem wetten. Casino, guck mal. Ist ja klar, dass so eine hier arbeitet. Sei mal ehrlich, du bist hier Dings, ne? Du bietest ja auch ein, zwei Dienste an. Du stehst hier so rum. Also ich glaube nicht, dass du bei vor so einem Etablissement... Ist hier irgendeiner, der gerade Doggy genommen wird? Nee. Also pass mal lieber auf, wie du mit mir redest. Also ich verdiene mein Geld ehrlich auf der Baustelle. Habt ihr gesehen? Ich habe mein Geld ehrlich auf der Baustelle verdient. Und sie chillt hier vorm Casino. Motherfucker. Tyrone Longdick Style. Geht zum Klamottenladen. Ich mache mich hübsch für eine andere. Denk doch. Ich renne dir hinterher. Niemals renne ich irgendeiner Frau hinterher. Renn niemals einer Frau hinterher. Wenn sie nein sagt, dann sagst du ja okay. Motherfucker, dann geht ihr weiter. Fertig. Wir wurden gekorbt. Aber echt nicht schlimm. Echt nicht schlimm, dass wir gekorbt wurden. Eine andere hat unser Herz verdient. Eine, die nicht materialistisch denkt. Guck, hier sind auch überall Mädchen. Seht ihr? Hier gibt's auch Frauen. Die sind wahrscheinlich nicht so hochnäsig wie die. So. Klamottengeschäft. Armer Nachkommen. Wisst ihr, wie der aussieht? Wisst ihr, welcher Sound wieder passt, so wie der aussieht? Soll ich mal jetzt einen Sound abspielen, der zu ihm passt? Der sieht aus wie... Ja, und der will mir jetzt irgendwas verkaufen hier. Ja, nee. Küss doch sein Herz. Der sieht aus wie Tyrone, wenn Tyrone es nie geschafft hätte. Naja. Egal. Neue Klamotten kaufen. Gucken wir mal. Wie sehen wir denn aus überhaupt? Das bin ich? Digga, kein Wunder, hat sie mich gekorbt, Lan. Hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, man. Also, ich bin euch ehrlich. Okay. Jetzt kann ich sie vielleicht doch ein bisschen... Obwohl, nein, Digga. Ich verstehe sie nicht. Man muss immer auf den inneren Charakter eines Menschen gucken und nicht auf sowas. So, wir machen uns jetzt mal... Boah, $200, die hat uns gegeben. Boah, $200 ist echt wenig, Lan. Boah, komm, wir holen uns so eine richtige Kanackenweste. Wir holen uns hier so eine Kenneck-Weste. Auf ganz locker. Dann holen wir uns eine Hose, brauchen wir. Jeans. Nee. Obwohl, doch, komm. So. Das sind gute Jeans. Scheiße, ein T-Shirt bräuchte ich eigentlich auch. Können wir uns aber nicht leisten. Wisst ihr, wie das gerade aussieht? So. So ganz typisch. Ich zeige euch jetzt ganz genau, wie das aussieht. Hat einer... Ich brauch das Bild, Digga. Hat einer dieses eine Bild da? Da, wo so ein Typ mit so richtig breiter Hose so irgendwo steht und so macht. Und der hat so diese breite Hose. Wisst ihr, was ich meine? Hamoudi Kalle. Genau! Genau! Wartet mal. Hier. Sieht der nicht aus wie mein Charakter? Jetzt habe ich die Klamotten gekauft. Wir sehen aus wie... Motherfucker, hast du ein Problem? Boah, das ist aber nicht Tyrone-Style. Ja, ich hatte kein Geld für anderes. Das ist so... Wie soll ich das beschreiben, was das für ein Style ist? Das ist so... So, wisst ihr, was ich meine? Muss ich mehr sagen? Das sieht nicht gut aus, egal. Das ist, sagen wir mal, das ist Tyrones Bruder einfach. Lass mich durch, Lan! Lass mich... Oha, Lan, wie breit ist die? Guck mal, wie die läuft. Versuchen sie die Kopplung... über die Finder-App durchzuführen. Ah, ich muss erstmal ein Foto vielleicht machen, okay. Ich mache jetzt ein Foto für mein Tinder-Profil. Hier, genau so. So, mein Foto. So, jetzt machen wir mal Boost. Oha. Okay, wir sind nicht oberflächlich, okay? Wir achten nicht auf sowas. Mal gucken. Ich passe mit. Mary? What the fuck? Ich komme gleich zur Sache. Komm zu der Adresse, die ich dir drin gegeben habe. Ich warte auf dich. Es ist unser Schicksal. Ich komme sofort, Lan. Sofort Adresse. Wow, so einfach kann's gehen. So einfach kann's gehen.
Wir haben es geschafft und wisst ihr, was wir jetzt sind? Wir sind jetzt auf dem Weg! Mach Platz, Land! Ich fahr, wie ich will! Ich komme, Baby! Okay, wir sind da. Ich bin aufgeregt, aber egal, ist es jetzt soweit. Motor aus. So. What the fuck? Digga, die hat alle möglichen Krankheiten. What the fuck? Chat, also, ich weiß nicht, Digga. Okay, wir sind schon, also, so durstig sind wir jetzt eigentlich auch wieder nicht, oder? Warte mal, ich guck mir die mal ein bisschen genauer an. Das ist schon. Jungs, hört auf, Loch ist Loch zu schreiben. Was ist los mit euch, Digga? Habt ihr keinen Anstand, Digga? Habt ihr keinen Respekt vor euch? Sie ist auch nur ein Mensch, okay? Wer weiß, vielleicht ist sie irgendwie auf diese Wege gekommen, ohne dass sie es wollte. Wisst ihr, was ich meine? Chillt. Ich muss kurz jemand anrufen. Ja? Ey, Umut. Ja? Ich bin gerade bei einem Mädchen, Bruder. Ich bin gerade... Mhm. Also, es hören gerade viele Leute mit, damit du weißt, okay? Hör zu. Was? Pass auf, ich bin bei einem Mädchen, okay? Ja. Und Bruder, die sieht nicht aus wie auf ihrem Tinder-Profilbild. Okay. Du musst mich jetzt anrufen und du musst jetzt sagen, ey, Bruder, irgendwas, mein Onkel, sein Kater ist gestorben. Irgendwie, laber einfach irgendwas, okay? Okay, ich hab 1%, warte. Okay, schnell. Ich ruf mich jetzt sofort wieder an. Ich red mit dir. Ich hab nicht erwartet, dass du kommst. Ich sagte, ich komme. Du hast keine andere Chance. Was soll das denn heißen jetzt? Will sie damit sagen, ich krieg keinen anderen? Warte mal, Mary, kurz. Ich hab einen Anruf bekommen. Ja? Ey, Bruder, wo bist du? Bruder, warum? Ich bin unterwegs. Bruder, komm! Warum? Was ist los? Bruder, guck mal, ich war ganz normal unterwegs, ne? Ich bin, Bruder, auf einmal kommt einfach eine Person, der fährt in mich rein, Digga. Einfach Auto kaputt, Schrott, Bruder, komm mal. Dein Auto ist Schrott? Bruder, mein Bein ist gebrochen, der Typ ist am Arsch. Polizei, komm mal rüber, ja? Okay, ich komm, Bruder, ich komm, warte, ich komm sofort. Alles gut, leg dich hin, Bruder. Heide. Pass auf, bleib da, ich komm sofort. Heide. W, Freund, Digga, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, wie Umut mich aus der Notsituation rausgeholt hat? Lass es uns etwas essen gehen. Oh nein, ich muss mit dir essen gehen. Nein. Geh weg von mir. Geh weg. Bruder, die hatte mit ganzer Stadt hatte die schon geschlafen. Oh mein Gott, Bruder. Ich wollte das nicht. Ich wollte doch nur ein Date haben, ja. Guckt sie euch an, Bruder. Egal, wir nehmen an, was... Wir haben gematcht, wir haben gesagt, wir kommen zum Treffen. Ich geh jetzt mit ihr was essen. Alter, ich hab nicht mal Geld, Bruder! Ich hab kein Geld und ich muss jetzt mit der daten, Chat! $0! Was mach ich jetzt? Natürlich muss sie zahlen, Bruder, ich küsse dein Herz. Ja, nee, ich bitte dich, ja, nee. Broke as fuck, man. Natürlich muss sie zahlen. Alleine, dass sie mit Tyrone auf ein Date kann. Kann sie ihren ganzen Freundinnen erzählen. So, wir sind da. Steig aus, Madame. Tschüss, Land. Tschüss. Schäm dich, Land. Was sind das für Schuhe? Die sieht einfach aus wie verschimmelter Käse. Naja, komm rein. Hä? Was macht Snoop Dogg hier, Digga? Oh, hell nah, Bro. Warum kann ich nicht so eine daten? Komm, setz dich hin. Otur. So, dann reden wir mal. Den Kellner anrufen. Snoop Dogg, Abi. Willkommen, was würden Sie kaufen? Ich lass Sie bestellen, komm. Was hast du geholt? Amonorium, die hat einfach Spaghetti Bolognese Eis geholt. Was ist das für ein Essen dann? Genau so, wie es ich möchte. Ja, guck mal, kein Wunder siehst du aus. Ich habe sorgfältig bestellt, weil ich Vegetarier bin. Ja, du siehst doch
nicht aus. Ich wünschte, ich hätte bestellt. Das könnte man, aber man muss aufpassen, was die anderen Personen bevorzugen. Wie dem auch sei, kommen wir zum Thema. Für welche Hobbys interessieren Sie sich? Ich bin sportlich unterwegs. Ich mag keine Dinge, die Menschen müde machen. Ich würde gerne mit Ihnen über Hobbys reden, die Sie interessieren, die Begeisterung. Ich bin nicht gestört, Lan. Ich bin nicht gestört, okay? Ich bin ein sauberer Mensch. Ich möchte, dass die andere Person auch auf ihre Sauberkeit achtet. Ja, Bruder, sauber bist du auf jeden Fall, ne? Sauber bist du auf jeden Fall. Was ist das, Lan? Ist das sauber? Guck dich mal an. Wie dem auch sei. Sie erfüllen nicht meine Kriterien. Ich übernehme die Zahlung. Ja, gib mir mein Geld. Gib mir $50, ja. Sie hat jetzt das Essen bezahlt, $20, und hat mir noch $50 gegeben für die Tasche. Ja, ich hab Win gemacht, Digga. Snoop Dogg, Abi. Snoop Dogg, ich sag dir ehrlich. Wir haben's geschafft, Motherfucker. Ich hab Plus gemacht, Bruder. Ich bin raus aus dem Bait. Motherfucker. Genau so. W ist in der Chat, Jungs. Wir haben's geschafft, aus dem Date rauszukommen. Plus, wir haben Schnapp gemacht noch. $50. So. Aber löse in den Chat. Geh ins Möbelhaus. Ich kann mir jetzt Möbel kaufen. Wir haben Plus gemacht. Ah. Los geht's, wir gehen ins Möbelhaus. Uch. Mit Hack, Bruder, das ist das Beste. Essen, mein Magen ist voll, hat zwar jetzt nicht so gut geschmeckt, aber egal. So. Was können wir uns kaufen? Ich würde sagen, wir kaufen uns. Ich würde mir eigentlich ein Bett gerne kaufen, ja? Damit ich besser Dings. Alleine schlafen kann halt, aber ich habe kein Geld dafür. Oh, dann hole ich mir... Ich gebe nicht mein ganzes Geld aus, ich hole mir das Billigste lieber, damit wir das hier skippen können. Ich hole mir... Ich würde sagen, ich hole mir ein... Komm, Lan, ich werde mir dieses ganze Set hier kaufen, deswegen kaufe ich mir schon mal diesen Stuhl einfach. Auf dem Stuhl kann ich alleine sitzen. Haben wir das jetzt? Nach Hause gehen. So. Wir gehen weiter. Ab nach Hause, wir müssen... Oh mein Gott, wir stinken nach Kacka. Wir stinken nach Kacka, Digga. Guck mal unten links. Wir stinken ja unnormal, Bruder. Wir müssen duschen. Also, Fazit. Wir haben bis jetzt ein Date gehabt, wo wir erfahren haben, dass wir ein bisschen Geld brauchen, ne? Weil ohne Geld kommt man anscheinend nicht weit bei der Frauenwelt. In diesem Spiel jetzt. Also in der echten Welt sieht es natürlich anders aus. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall. Ey! Guck mal, der Schwarze. Lass mich doch durchfahren, Lan! Manakodum und Chojo. Mach mich nicht sauer. Seht ihr? Das sind die Leute, Digga. Der lässt mich nicht durchfahren, nur weil der ein Lambo hat. Wir gehen jetzt nach Hause. Unser Tag war jetzt nicht so erfolgreich, aber. Naja, wir haben wenigstens ein bisschen Plus gemacht. Von der Alten da, die ein bisschen verschimmelt war. Alter, die sah echt nicht in Ordnung aus. Also, einer schreibt, Loch ist Loch, Digga. Oh mein Gott. Ey, ich wollte nicht in Astro World landen, ich hab mich verfahren. So, wir sind da. Unser Haus. Das Geile ist, wir haben jetzt unser Sofa. Wir haben nicht mal Platz für... Wo sollen wir das hin tun, Digga? Komm, wir machen das so hier hin. Dann können wir uns hier hinsetzen einfach, quasi. Und dann so rausgucken und überlegen. Checkt ihr, wie ich meine? Das ist gut. Jetzt müssen wir duschen, Digga, weil wir stinken nach Kaka. Ah, wir müssen schlafen. Obwohl es hell ist draußen. Macht gar keinen Sinn. Karis Faris schreibt Baba Haus. Ja, Bruder, ich bin doch noch am Anfang. Ich bin doch noch am Anfang. Allah, Allah. Ich bin doch noch, guck mal. Die Leute denken, man wird reich geboren, Bruder. Die Leute denken, man wird reich geboren. Ihr dürft eine Sache nicht vergessen, Chat. Er sagt, du hast ein scheiß Haus. Aber. Geh ins Speditionsgeschäft und arbeite, um etwas Geld zu verdienen. Yalla! Ich arbeite für Maschine, für Frauen. So, ist das das Speditionsgeschäft? Digga, guck mal, wie der Laden aussieht, wo ich arbeite. Laden Amnestikim. Guck dir diesen Laden an, wo... Guck mal, das ist einfach der Laden hier bei mir, wo ich wohne. Wie geil. Boah, als nächstes stellt euch vor, wir wohnen hier, Lan. Wir müssen jetzt ins Speditionsgeschäft gehen. Die Stadt war jetzt links oder rechts? Weißt du einer, wo wir lang gefahren sind? Links oder rechts? Links. Ja, ich habe keinen Führerschein. Und jetzt? In Real Life habe ich auch keinen Führerschein. Und jetzt? Vielleicht bin ich gerade dabei, den Führerschein zu machen. Und jetzt? Hier ist Casino. Warte mal, steht die immer noch davor, Digga? Ha, die ist weg. Wir wissen, wo sie ist. Wir wissen ganz genau, wo die ist. Vergiss Schulterblick nicht. Ich weiß doch nicht mal, was ich machen muss. So. Chef, ich brauche Arbeit. Sprechen. Beginnen Sie mit der Zahlung einer Vorzeugkaution in Höhe von $100. Wenn das fertig sind, insgesamt $300. Okay, komm. Ich habe kein Geld. Chef, ich habe kein Geld. Der will, dass ich $100 für das Fahrzeug bezahle. Ich muss arbeiten gehen erstmal. Ey. Ich muss wieder Baustelle gehen. Fuck. Wisst ihr, wo wir wieder angelangt sind? Wir sind wieder bei dem Chef, wo wir eigentlich gekündigt haben. Ich hoffe, er wird mich nehmen.
Tut mir leid, Chef. Ich war blind. Tut mir leid. Ich brauche wieder Geld. Chef, ich brauche Geld. Paramedler. Die haben mein Geld gegessen, Chef. Ich brauche wieder. Bitte, Chef, bitte. Arbeit. $10. $10. Ich brauche 100. Ich muss jetzt ganze Zeit arbeiten. Nein, weitermachen. Guck mal, der arbeitet den ganzen Tag für seine Familie. Der bringt seiner Familie Geld ein. Und was machen wir? Was machen wir? Er verdient sein Geld, der Abi auch, für Familie. Und ich will eine Familie gründen, aber ich bin zu dumm, um die Leiter hochzulaufen. Denkt ihr, ich kann eine Familie gründen über Tinder-Chat? Denkt ihr, ich kann das, Chat? Ich weiß es nicht. Das Leben ist nicht immer einfach. Aber man darf niemals aufgeben, das ist die Sache. Niemals aufgeben. Tyrone ist gerade echt in einer sehr schlechten Situation, Tyrone Abi. Tyrone Abi kann nicht mal einen, kann gar nichts machen gerade. Ich mach auch mit dir ein bisschen. Salam, Abi. Abi, eine Frage, Abi. Hast du bester Rapper, Walla, Abi? So ist das Leben, Jungs. Man muss auch mal arbeiten. Man muss auch mal arbeiten. Aber das Gute ist, wenn wir jetzt klein arbeiten, können wir das große Geld verdienen. Ja? Also von Bausteller gehen wir dann auf Spedition. Spedition, viel Geld. Tyrone muss arbeiten heute. Einmal müssen wir jetzt doch was machen. Dann haben wir $100. Ja. Gut, jetzt haben wir unser $100. Ich mache sogar noch eine Sache. Dann haben wir noch $10. Vielleicht Trinkgeld geben bei Chaya Restaurant Date. Wisst ihr, was ich meine? So. Ananisiki, mein Auto ist kaputt. Oder hätte ich das Auto verkauft, Lan? Hätte ich das Auto verkauft? Oh mein Gott. Wie kann ich das reparieren? Chef, reparier. Reparier, Chef. Ah! Ah! Mein Auto geht wieder. Ich kann fahren. Ey, Chef. Weißt du was? Leck meine Eier. Okay, ich brauche deinen Job nicht. Ich gehe. Jetzt haben wir wieder unser Geld. Para ist da. Jetzt gehen wir mal. Speditionsfirma, würde ich sagen. Chef, ich habe $100 aufgetrieben, ihr Seleme. Gib mir meinen Job. $100. Hopp. Starten. Steigen Sie in den Lastwagen. Was ist das für ein Lastwagen? Sind Lastwagen nicht eigentlich größer? Oh mein Gott, Schwein, haram. So. Ich muss jetzt die Fracht abliefern. Oh mein Gott, Land, bis wohin muss ich fahren? Tschüss. Tschüss, bis wohin muss ich fahren, Bruder? Das alles macht Tyrone gerade für eine Frau? Das alles macht Tyrone gerade für eine Frau? Damit der einmal Siki schat? So hat mein Vater auch damals gearbeitet, Land, als er nach Deutschland gekommen ist. Mein Vater ist gekommen. Mein Vater hat wie ein Esel gearbeitet. Wie ein Esel hat mein Vater gearbeitet. Hat auch von links nach rechts Sachen gefahren. Hä? Warum? Damit ich keiner Scheiße was zu essen hatte. Damit ich in die Schule gehen konnte. Und was mache ich? Ich verdiene hier Geld. Für was verdiene ich Geld, Lan? Hä? Damit ich eine Chaya beeindrucken kann. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Aha, F halten im Auto. Ah, ich hab's. Okay. Dann wird es Zeit, dass wir zur nächsten Lieferung gehen. Ey, bitte, ich kann kein Auto fahren. Ja, bitte. Wie kann das denn sein? W Auto, Bruder, ja, aber ich bin ein schlechter Fahrer. Seid ehrlich, kriegt ihr Aggression, wenn ihr mir beim Fahren zuschaut? Seid ehrlich. Für die Chaya lohnt sich doch nicht. Was ist los bei dir? Es geht nicht um die Chaya, Digga. Es geht darum, dass Tyrone Abi ist gerade in einer schlimmen Situation, Digga. Es geht gerade nicht nur um Frau Klein oder nicht Klein. Es geht schon um Tyrone sein, ob Tyrone noch Tyrone ist. Wisst ihr, was ich meine? Tyrone muss sich beweisen, Digga. Es kann nicht sein. Hier stehen gerade ganz andere Sachen auf dem Spiel. Bruder, was mache ich ja? Was mache ich bitte? Tyrone kann nicht mal Auto fahren. So. Auf geht's, nächste. Nächster Laden. Oh, bitte, fahr doch vernünftig, ja. Ah. Wir müssen jetzt in die Stadt. Ey, bitte! Was ist denn los? Tyrone fährt ja scheiße. Du fahre mit Schwein. Nichts gut bist du. Bruder, was soll ich machen? Ist das mein Auto? Ist das mein Auto? Manchmal arbeitet man für die falschen Leute, um Geld zu verdienen. Damit man Geld für sich hat, für seine Familie. Obwohl, nee, ich gebe mein Geld eher aus für Frauen. Aber Jungs, ich sag euch ehrlich, bis jetzt haben wir nur Plus gemacht. Bei dem ersten Date haben wir, wie viel? $200 von der bekommen. Und von dem zweiten Date haben wir $50 bekommen. Vielleicht ist das ja der Plan. Einfach immer scheiße aussehen und scheiße zum Date gehen, damit wir Geld bekommen und unser Haus aufbauen. Ja, Mann, Digga, vielleicht könnten wir so reich werden. So. Wir sind da. Jetzt sind wir in große Stadt. Große Stadt. Leute haben viel Geld hier, Jenny. Wir arbeiten
Und wir machen unser Geld. Und am Ende des Tages gekorbt zu werden. Abends in unser Bett zu gehen. Und einen uns zu jacksen. So ist das Leben, was wir leben, leider gerade. Aber was soll man machen? Das Leben ist nicht immer einfach gewesen für uns. Unser letztes Paket! Achtung! Hier komme ich! So, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Chat. Was passiert, wenn wir eine Sache geschafft haben und jetzt zur finalen Ortschaft gehen? Auf dem Weg! Chef, ich bin da! Amana Rodemus Schiffe. Ich bin da. Nimm dein Auto, gib mir mein Geld. Was? Auto ist doch da, dann. Was willst du noch? Hier ist doch dein Auto, dann. Aha, ich hab's bekommen. Ich hab mein Geld bekommen. Ich hab mein Geld, Lad. Jetzt wird's Zeit für Tinder. Jetzt kann ich mein Match finden. Oh mein Gott, Digga. Auf keinen Fall. Lillian. 41. Nö. Anna. Okay, komm. Boah. Da gibt's andere Autos. Dann lass mal ein Autogeschäft gehen. Lass mal gucken, was für Autos gibt. Boah. Tschüss. 3500. Boah. Ich brauche krasse Auto für Rückbank, Jungs. Oh, oh, oh. Oh, ich muss hungern. Ich hab Hunger. Ich muss essen. Ja, ich hab's gesehen. Wo kann ich denn hier essen? Hier vorne ist direkt eine Bar. Ich kann nicht. Ananistiki. Ich geh kurz was essen. So, ich hoffe, hier wird's nicht zu teuer, aber. Gib mir Essen dann! Abi, Essen, Abi. 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 Abi gibt mir kein Essen. Auf diesen Laden. Sieht zu teuer aus auch. Dann gehe ich woanders hin, ja. Wir müssen kurz was essen, Chat, weil sonst kann ich nicht daten. Und duschen müssen wir auch. Für die Chaya heute. Chaya wird einen geduschten, einen gesättigten Tyrone erleben. Gar kein Problem, Bro. Tschüss, Laden, wie teuer. Kondome? Kondome? Ich sag euch ehrlich, damit wir nicht die wir aussehen wie von vorhin, kaufen wir. Damit wir nicht aussehen wie die für die später, kaufen wir. Welche Größe? XS. Natürlich. Wir schlafen. Und wir duschen. So. Okay, in 30 Sekunden geht's los. Dann kriege ich ein Match. 30 Sekunden kriege ich ein Match. Wieso habe ich unten links diese Herzen bei mir richtig down, Digga? Was soll das heißen? Verdienen sie etwas mehr Geld durchs Angeln? Oder ich will nicht mehr angeln. Ich will nichts mehr machen. Ich will jetzt zickig machen. Reicht. Ich brauche Liebe. Ich muss zickig machen. Ich habe ein Date. Was ist? Libido ist zu niedrig. Was ist das, Chat? Libido ist zu niedrig. Ja, aber wie soll ich denn Liebe bekommen, wenn ich nicht daten kann? Wie kann ich denn sonst Liebe bekommen? Ich glaube, ich muss eine Frau ansprechen auf der Straße vielleicht. Wir gehen jetzt in die Stadt, wie ein Mensch. Wir gehen in die Stadt, wir gehen mit Frauen reden jetzt. Manchmal muss man auch mal erst in Real Life Frauen ansprechen können. Boah, ja Mann, plus ich kann mir neue Klamotten kaufen vielleicht. Ich brauche ein Date. Ah, dann ist ich. Du musst dir einen Jackson. Ey, hört doch auf, Digga, ja. Ich weiß doch, dass ich das kann, Digga, aber ich will's nicht. Ich will doch eine klären. Pass auf, nicht, dass ein Kondom Loch drin ist. Bruder, wenn da ein Loch in diesem Kondom drin ist, dann... Sollte es so sein, was soll ich sagen? Dann soll es so sein. So, ich muss jetzt eine Frau ansprechen. Ah, hier. Seht ihr? Die sieht doch süß aus. Hallo. Ich kann doch gar nicht ansprechen. Vielleicht muss ich mir was kaufen. Tschüss, Lan. Tschüss. Digga, wir haben nicht mal Schuhe, Digga. Kein Wunder. Wir brauchen Schuhe. Boah, jetzt sehen wir aus wie... Wisst ihr, wie wir aussehen? Oh, shit. Oh shit. Je suis une légende comme Hasni. Ils veulent me tuer dans le noir. Hayati, je chante Hayati. So sehen wir aus, Leute. Aber das Problem ist, ich kann keine Tinder-Matches öffnen. Schau, Annahme, es geht nicht. Mein Libido ist zu niedrig. Warte mal! Mein Auto wollen die abschleppen. Jetzt auf Ernst, wie kann ich diese Libido hochmachen? Geht das überhaupt? Was kann ich machen? Okay, ihr sagt die ganze Zeit Puff. Muss ich mir jetzt wirklich einen Jackson? Aber wo denn? Wo kann man da hingehen? Ach, sie kennen mich. Ich gehe nach Hause. Ich leg mich in mein Bett lang. Wo ist ja ein Puff? Wo? Ich gehe nach Hause. Ja, auf dem Weg zu mir nach Hause gibt's Dings. Soll ich Casino gehen? Wo muss ich hin, Digga? Sag's mir jetzt. Du musst was essen. Aber ich hab doch Hälfte Essen. Dann esse ich halt. Tschüss, wie teuer. Alter, mein ganzes hart erarbeitetes Geld muss ich direkt dafür ausgeben. So, ich habe mein ganzes Geld ausgegeben. Geht immer noch nicht.
Frikadelle kostet 50 Dollar. Guck mal, die diskutiert mit dir, Mann. Warte, ich helfe dir. Tschüss. Vielleicht kann ich helfen. Was ist hier los? Wie, du gehst hier fremd lang? Monarodum und Chörje, guck dich mal an. So eine hübsche Frau. Guck, du guckst andere Frauen hinterher. Tu nicht so. Ja, die bleibt immer noch bei dem, Digga. So eine Scheiße, Bruder. Ich kann gar nichts machen hier. Gut, kein Problem. Dann wird es Zeit, dass wir zurück nach Hause gehen. Ich geh nicht Casino, Digga. Ich geh nicht Casino, Jungs. Distanz von Casino. Am Ende, ich verliere. Ich geh Astro World lang. Ich geh Freizeitpark. Wenn ich ein bisschen Me-Time hab, mit mir selber ein bisschen Zeit verbringe, geht's mir dann besser. Salam alaikum. Gib mir Ticket. So, ich habe mir ein Ticket gekauft. Was kann ich jetzt hier machen? Wow. Vielleicht kann ich hier ein bisschen Spaß haben jetzt. Okay, geht's jetzt los? Mein Herz ist wieder noch nicht hochgegangen. Hey, mein Herz ist wieder nicht hochgegangen. Fuck. Was kann ich doch alles machen, Digga? Ich hab doch schon alles gemacht. Wieso geht mein Herz nicht höher? Ich lehne ab, Lan. Was jetzt? Das war's für heute. Weil ich alles abgelehnt hab. Oh, Mann. Ich muss in den Club gehen. Warum habt ihr mir das nicht gleich gesagt? Ich muss in den Club gehen. Oh, es wird Zeit für Club, Motherfucker. Es wird Zeit für Club, Chat. Es wird Zeit für Club gehen. Yalla. Aber ganz kurz, was ist denn der Club überhaupt hier? Wo ist denn hier der Club? Aha, Verein. Ja, okay. Ich hab's. Ach, ab, wir gehen jetzt in den Verein rein. In den Club. 70 Dollar, egal. Dann trinken wir halt nur Cocktails. Scheiß drauf. Wir müssen nur reich aussehen. Wir müssen nicht reich sein. Fake it till you make it, motherfucker. Digga, wenn Frikadelle 50 Dollar kostet, kostet ein Drink 3000. Ja, kann sein. Egal. Ich verschulde mich heute lang. Ich werde heute bankrott gehen. Ich werde alles ausgeben. Ich hole mir Kredit. Hauptsache, ich kann Chai erklären. Außerdem haben wir Tags, Digga. Wieso? Wie kann jetzt schon Club offen sein? Wir sind gleich da. Club ready. Macht Platz, lang. So, wir sind jetzt beim Club. Eintritt 50 Dollar. Kein Problem, Bro. Lass mich rein, Alter. Was geht, ey? Was ist das für eine Mucke, alle? Wow! Damn, Bro. Guck mal, wie der tanzt dann. Amana oder mein Chojo, tanzt man so. Ey, wie geht's? Ist klar? Es geht bei dir. Tschüss, Land. Sowas kann ich jetzt nicht. Übertreib deine Lage nicht. Wie heißt du denn, Madame? Britney? Schau dir meine Rolex an. Weißt du, was ich meine? Ah, dann ist ich. Das ist nur für dich, Baby. Ah, dann ist ich. Wie tanzt du lang? Dich will ich auf keinen Fall. Puh! Eine wie dich. So, unser Limbo ist wieder weiter oben. Jetzt können wir matchen. Was geht bei dem Brab? Hast du keine Familie, Lan? So. Jetzt haben wir noch ein Date-Chat. Kommt. Yalla. Ava, wie läuft dein Tag? Ziemlich gut. Es freut mich, das zu hören.
Willst du mich treffen, Fragezeichen? Du hättest mir fragen sollen. Du hättest mich fragen sollen, wie es mir geht. Verpiss dich, ich komme nicht klar mit dir. Wollen wir Sigma sein oder wollen wir... Verpiss dich, dann, ich komme nicht klar mit dir. Dumm. Selber dumm. Aber nachräumen. Ich finde andere. Scheiße. Jetzt haben wir zwar Sigma-Move gemacht, aber jetzt haben wir kein Date. Ja, nee. Okay, aber... Was hat uns das jetzt gebracht? Kein Date. Wir sind wieder ganz am Anfang angekommen, Chat. Wir haben kein Date wieder. Aber nachräumen. Seit 2 Stunden versuche ich ein Date zu kleben. Seit 2 Stunden. Nicht ein Date. Das Leben ist nicht immer einfach. Aha. Kinsley, hi. Sie sind sehr schön. Ich weiß. Okay, komm. Sie ist zwar ein Arschloch, aber sich selbst zu kennen ist eine gute Sache. Ja, das ist es wirklich. Möchten Sie sich heute treffen? Natürlich. Dann kommen Sie zu dem Ort. Ja. Let's go. Ah, Nanne, die ist sogar direkt da bei dem Club, wo wir waren. Das ist eine Clubgängerin dann. Oh nein. Naja, ist egal. So. Wir sind jetzt bei unserem Date. Bismillah. So. Das sollte ich vielleicht nicht sagen, aber egal. Harlan, wieso stehst du so? Hallo. Hi. Du bist gerade rechtzeitig gekommen. Wann bist du gekommen? Ich glaube, ich bin gerade erst angekommen. Okay. Was wollen wir zuerst tun? Wohin willst du gehen? Das Ding ist, wenn ich ihr die Entscheidung überlasse, dann denkt sie, dass ich kein Mann bin. Eigentlich müsste ich sagen, komm, wir gehen dahin, aber hier ist dann 50-50. Da bin ich auch mit inbegriffen. Was wollen wir zuerst tun? Ich möchte in die Bar gehen und etwas trinken. Eine ausgezeichnete Idee. Wenn du bereit bist, lass uns gehen. Komm, wir gehen in die Bar. Wie geht's dir denn, Madame? Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's gut. Ja, mir geht es sehr gut. Und wie geht's dir? Ja, mir geht es auch besonders gut. Also, ich meine, mit Ihnen an meiner Seite. Ja, ich finde sie sehr attraktiv. Muss ich schon sagen. Also, ich finde sie sehr, sehr hübsch. was machen Sie denn hauptberuflich? Ich bin tatsächlich YouTuber und Streamer. Ich arbeite aber ab und zu auch links, rechts, Speditionsfirma, dies, das. Wisst ihr, wie ich meine? Ich muss ja auch irgendwie mein Geld verdienen auf andere Weise, weil ich mag viele kleine Side-Hustles zu haben. Wissen Sie, was ich meine? Das hört sich echt interessant an. Sie sind aber jetzt nicht so ein Fuckboy, oder? Selbstverständlich nicht. Ich meine, gucken Sie mich an. Würde ich so weit fahren für Sie, damit ich Sie nur auf dem Rückfahrersitz wegmache? Denken Sie, ich bin so einer? Nee, ich glaube, Sie sind nicht so einer. Sie machen jetzt nicht so den Eindruck, aber... Naja, okay. Ich bin mal gespannt, was auf mich zukommen wird. Wie war Ihr Name? Tyrone? Ja, genau. Man nennt mich Tyrone Long Dick Style. LDS. Ah, Tyrone. Freut mich, Sie kennenzulernen. Tyrone, ich habe Sie noch nie gesehen in dieser Stadt. Sind Sie das erste Mal hier? Ja, ich bin noch nicht lange hier. Ich habe verschiedene Wohnsitze in verschiedenen Städten. Wisst ihr, wie ich meine? Ich wohne in Dubai, ich wohne in Amerika. Wisst ihr, wie ich meine? In Deutschland. Verteilt. Oh, interessant. Echt interessant, wie Sie so leben. Ich möchte gerne mehr über Sie erfahren. Sie scheinen mir ein charmanter Typ zu sein. Ja, ich weiß. Sie scheinen mir auch eine vernünftige Dame zu sein. Deswegen, komm. Wir gehen mal jetzt in eine vernünftige Bar. So. Kommen Sie. So. Was trinkst du so? Es spielt keine Rolle. Ananasikim. Ich kann mir überhaupt nichts leisten. Scheiße. Gibt es Dinge, die Sie interessieren? Ich muss jetzt ablenken vom Thema, weil ich habe kein Geld. Mein Lieblingsstil ist... Lofi. Ich mag es auch. Ha, ja, natürlich. Es funktioniert. Ja. Ich wusste, dass es... Magst du Tiere? Ich liebe viel. Was ist mit dir? Ich liebe dich mehr als mein Leben. Oh, ich bin auch glücklich. Leute, jetzt ist gerade Tyrone. Was würdest du gerne tun? Ich weiß es nicht. Sollen wir jetzt nach Hause gehen? Ich hab nicht genug Geld. Ich muss wegrennen, Blamage, ich hab kein Geld. Ich wollte Sickisch machen bei mir zu Hause. Komm schnell. Komm, wir rennen weg. Wir gehen woanders hin. So, wo soll ich jetzt mit dir hingehen? Geh in die Kneipe. Ist die Kneipe hier oben links? Okay, Jungs, ich muss jetzt mein Geld verdoppeln, damit ich mir was ich mit dir leisten kann. Ich muss mein Geld verdoppeln. Ich muss spielen, ich muss mein Geld verwetten, damit ich mehr Geld habe. Okay, alles oder nichts. Hit!
Ich hab kein Geld mehr. Ich hab kein Geld mehr für Date. Wir haben es nicht geschafft, dein Date klar zu machen.